wir legen los. Ich möchte dich einmal sehr herzlich begrüßen bei der Folge 2 vom Fotocafé. Wir wollen das als Institution jetzt festigen in den nächsten Wochen, werden es aber sicher über Corona hinaus auch weiter betreiben. Und unser Ziel ist einfach, immer ein interessantes Thema zu haben. Dieses Fotocafé wird von mir und vom Oliver Bader moderiert. Der Oliver ist Werbefotograf aus Salzburg, der bei uns einige Kurse macht, Photoshop-Profi. Und heute haben wir den Markus Vierler vom CG-Shop als Gast, was mich besonders freut. Es geht um das Thema Farbmanagement. Oliver, kennst du mal deinen Bildschirm freigeben und deine Folie? Ja. Du startest, glaube ich, oder? Ja, ich starte. Okay, dann schalte dir mal groß. So. Seht ihr das, die Folie, richtige Farben? Ja. Ja. Okay, sehr ja, gut. Dann. Passt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Ich bin Werbefotograf aus der Stadt Salzburg. Habe natürlich sehr viel zu tun mit Farben und die richtigen Farben sozusagen in das gesamte Management von der Kamera bis hin zum Druck zu kontrollieren. Und ein wesentliches Problem ist dann immer, wenn man zum Beispiel Getränke fotografiert oder Speisen oder zum Beispiel Bilder von Künstlern oder zum Beispiel, wenn jetzt der Designer von der Lederjacke sagt, bei diesem Modefoto muss die Farbe dieser Lederjacke genauso am Bild zu sehen sein wie in der Realität, dann fängt natürlich an, dass man sagt, jetzt muss ich mich einmal damit auseinandersetzen, dass ich die Farben neutral und in wahrer Form sozusagen mit der Kamera aufzeichne. Da haben wir jetzt alle Berufsfotografen und alle Hobbyfotografen dasselbe Problem, nämlich jedes Bild sieht auf jedem Endgerät anders aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt Bilder übergebe oder ihr Bilder euren Freunden übergebt, die schauen sich das zu Hause auf einem günstigen Office-Monitor an oder auf einem Smartphone. Und diese Geräte sind halt nicht konstruiert, um wirklich neutrale Farben hochwertig wiederzugeben. Was jetzt noch dazu kommt, beim Fotografieren habe ich ständig unterschiedliche Lichtsituationen. Also das heißt, das Licht kann einmal heller oder dunkler sein. Es kann aber auch in der Farbe variieren. Also das heißt, ich kann zum Beispiel mal in einem Innenraum, wo Licht von Glühbirnen ist, da ist dieses Licht halt sehr gelblich und warm, fotografieren. Und dann kann ich wieder mal fotografieren in Ambiente, Sonnenschein, blauer Himmel und Skipiste, wo das Licht eher sehr, sehr kühl ist. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Lichtfarben wird natürlich auch das Motiv dementsprechend anders von den Farben ausschauen. Also ein Spektrum von Licht, da in der Mitte zum Beispiel haben wir sozusagen das klassische Tageslicht oder Sonnenlicht mit einer Farbtemperatur von 5500 Kelvin. Und alles, was weiter oben ist, ist halt das wärmere Spektrum, zum Beispiel Kerzenlicht oder Glühbirne. Und alles, was weiter unten in dieser Grafik zu sehen ist, ist halt dieses bläulichere Licht, also das zum Beispiel im Schatten oder zur blauen Stunde. Ja, und jetzt, wir Menschen haben natürlich unser Gehirn, das uns ständig sozusagen dieses farbliche Sehen anpasst. Und ich sehe zum Beispiel ein weißes Blatt Papier in einem Innenraum mit Glühbirnenlicht genauso weiß wie auf der Sonnenterrasse von einer Skihütte, obwohl da zum Beispiel bläuliches Licht herrscht. Und die Kamerahersteller haben natürlich eine Software in der Kamera hinterlegt, einen automatischen Weißabgleich, der auch relativ akzeptable Bildergebnisse liefert. Und jetzt konstruiere ich nur ein Beispiel. Angenommen, ich fotografiere die neuen Speisen von einem angesehenen Restaurant, gehe nach Hause, entwickle die Bilder, liefere sie dem Kunden ab. Und der Kunde ruft mich an und sagt, also Herr Bader, die Fotos sind ganz schlecht.
weil sie haben einen Grünstich und das schaut ganz unappetitlich aus. Also das ist jetzt natürlich ein konstruiertes Beispiel, weil das kann nur eintreffen, wenn der Kunde die Bilder über einen Monitor ansieht, der halt die Farben anders darstellt, als sie wirklich in der Realität waren. Wenn ich fotografiere, garantiere ich das einmal, dass die Farben korrekt in der Kamera eingefangen werden, indem ich folgende Einstellung an der Kamera treffe. Also ich habe meine Kamera fix auf 5500 Kelvin eingestellt, Farbtemperatur. Ich nutze sozusagen nicht den automatischen Weißabgleich und zusätzlich verwende ich Blitzköpfe, also sehr hochwertige Blitzköpfe, die ein Licht abstrahlen, das auch 5500 Kelvin hat. Sozusagen wird jetzt das Motiv mit 5500 Kelvin beleuchtet. Die Kamera ist auf den gleichen Wert eingestellt, somit werden die Farben neutral eingefangen. Zusätzlich kalibriere ich dann die Kamera noch mit einer genormten Farbkarte. Ja, das ist jetzt sozusagen der klassische Fall in der Studiofotografie. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel von Freunden eine Geburtstagsparty fotografieren sollte, da gibt es Glühbirnenlicht, dann könnte ich natürlich den automatischen Weißabgleich auf 3500 Kelvin stellen und habe dann auch wieder neutrale Farben. Oder umgekehrt, sozusagen auf der Terrasse von einer Skihütte, damit halt der Apfelstrudel nicht bläulich wirkt. Ja, das wäre jetzt sozusagen den Weg, den man gehen könnte. Jetzt gibt es aber dann oft Situationen, wo man sagt, man fotografiert Mode an irgendwo, nicht im Studio, sondern an Location. Und dann ist wieder das gleiche Problem, dass man sagt, okay, bitte dieses Rot sollte nachher am Bildschirm oder im Katalog genauso dieses genormte Rot haben. So will das der Kunde. Naja, jetzt gibt es die eine Möglichkeit, man investiert in ein Spektrometer und misst dann permanent bei jeder Situation die Farbtemperatur des Lichts. Das ist natürlich eine sehr kostspielige Variante. Die andere Möglichkeit ist, man macht es nachher in der Postproduktion. Also das heißt, man legt eine genormte Farbkarte zum Motiv und macht einmal ein Testbild. Und wenn sich nach diesem Testbild die Lichtsituation nicht mehr ändert, hat man mal die Voraussetzungen geschaffen, dass man sozusagen dann in der Postproduktion mit dieser genormten Farbkarte die Farben dann wirklich neutral sozusagen einmal in den Rechner übernehmen kann. Und wie das jetzt in der Praxis abläuft, zeige ich euch jetzt. Ich gehe jetzt nur kurz zu meinem RAW-Converter. Ob ihr das jetzt Ganze mit Lightroom oder mit einem anderen RAW-Converter durchführt, ist vollkommen egal. Also ihr seht hier jetzt da die RAW-Datei, wo diese Farbkarte im Motiv sozusagen platziert wurde. So, jetzt starte ich den RAW-Converter. Hier auf dieser genormten Farbkarte, die gibt es im Fachhandel um ca. 50 Euro zu kaufen, gibt es mal hier da die neutralen Grautöne. Und wenn ich mir jetzt sozusagen das Weißabgleichwerkzeug wähle, so, ich schiebe jetzt nur die Videobilder auf die andere Seite daher, dass ich das sehe. So, ihr seht jetzt da, das waren jetzt die Einstellungen, die original von der Kamera in den RAW. Wir sehen aber nur die Präsentation, Oliver. Bitte? Wir sehen deine Präsentation. Die müsstest du das zumachen und dein Bildschirm nochmal neu freigeben mit einem anderen Fenster. Okay, warte. Danke für den Hinweis. Mache ich gleich. So, dann ist das jetzt das. Okay, seht ihr jetzt meinen RAW-Converter? Ja. Den sehen wir, ja. Ja. Ja, perfekt, gut. Also, noch einmal, jetzt ist da sozusagen dieses RAW-Bild, wo die Farbkarte im Motiv platziert wurde, das ist eine genormte Farbkarte, kriegt man um ca. 50 Euro. Und hier seht ihr jetzt von der Farbtemperatur die Daten, mit der das von den Kameraeinstellungen aufgezeichnet wurde. Und wenn ich mir jetzt da das Weißabgleichwerkzeug wähle und dann hier
irgendwo auf den neutralen Grautönen klicke, dann beobachtet bitte da, wie sich ein wenig da die Farbtemperatur und der Farbton ändert. Achtung, ich klicke jetzt und jetzt haben wir sozusagen wirklich da die Farben, die in der Realität waren. Also das waren jetzt noch so ein paar kleine, also da hat sich die Farbtemperatur ein bisschen verändert. Ich möchte mich dann ganz kurz einklinken, Oliver, gell, wenn du fertig bist. Und zwar, wenn Sie noch, wer bei mir am Leitraumkurs werden Sie erinnern kann, wenn man jetzt keine Farbkarte hat, dann sucht man sich möglichst einen neutralen Graubereich, sei das jetzt eine graue Krawatte, sei es ein Asphalt oder sei es ein Preisschild, dann kann man das auf diese Art und Weise auch machen. Das heißt, man sagt dann der Software, du, dort ist weiß, pass mal die Farben bitte an. Das ist natürlich nicht ganz so genau, ist aber natürlich on the road eine wertvolle Hilfe. Und funktionieren tut das natürlich am besten im RAW. Ja, Karl, danke für deinen Input. Also was gut funktioniert, ist Beton. Der ist ziemlich neutral grau. Also wenn man sagt, man hat irgendwo ein Bild Beton, eine Mauer oder sowas, dann funktioniert das auch. So, und jetzt habe ich sozusagen ein Profil erstellt, wo man sagt, jetzt sind alle, wenn sich das Licht nicht mehr ändert, kann ich dann sozusagen in Lightroom alle Bilder mit diesem Profil synchronisieren und ich starte sozusagen automatisch für die Entwicklung mit neutralen Farben. Und jetzt steige ich da jetzt wieder aus, einen Moment, und gehe wieder sozusagen auf meine andere Präsentation. So. Wunderbar. Und, ja, und damit ihr dann sozusagen, jetzt haben wir mal sozusagen die Kamera kalibriert und leiten sie jetzt sozusagen über in die Bildbearbeitung und dass jetzt da dieser Blindflug nicht weitergeht, sondern kontrolliert, das heißt, die Farben, die ihr dann seht und auch die dann korrekt bearbeitet, übergebe ich jetzt sozusagen das Ganze an den Markus vom CG-Shop, weil der ist da der Experte auf dem Gebiet. Gerne. Ich werde mal den Markus großschalten. Gerne, hallo. Also Markus, ja, ich darf gleich mal anfangen. Warte noch ein bisschen. So, ja. Jetzt müsste der Markus groß sein. Ja, ja. Okay. Hallo, ja. Sehen mich alle. Wunderbar. Also ich darf mal anfangen. Gegen den Blindflug gibt es ein gutes Mittel. Das sind Kolorimeter. Zum Beispiel habe ich hier eine Spider X, das EX4 von Aizu. Das ist sozusagen baugleich. Ein Farbmessgerät, mit dem man eben die Farben vom Bildschirm durchmessen kann und eben exakt einstellen kann von der Farbtemperatur her und auch um etwaige Farbfehler auszugleichen. Das ist natürlich jetzt sozusagen ein bisschen dann abhängig vom Bildschirm auch, wie gut das dann funktioniert. Da gibt es eben die Hard- und die Software-Kalibration. Die Hardware-Kalibration heißt, dass ich direkt in die Farbrechnungstabelle vom Bildschirm eingreifen kann und eben im Bildschirm Farbfehler wieder komplett rausbekomme. Farbfehler entstehen beim Bildschirm zum einen durch die Farbzusammenmischung mit RGB oder eben halt auch durch einfach Veränderungen bei den LEDs. Man kennt das von Lampen. Lampen verändern sich im Laufe der Jahre. Genauso ist es auch bei den LEDs vom Bildschirm. Das heißt, sowohl was die Helligkeit betrifft, als auch was die Farbgebung und die Farbtemperatur betrifft, kommt es zu Veränderungen und die kann man sozusagen mittels Kolorimeter wieder korrigieren. Es gibt da verschiedene Varianten. Das X-Ray DS Display Pro zum Beispiel wäre auch so eine Variante, die gut für Hardware und für Software-Kalibration geeignet ist. Da hat man eben diese Variante, wo man diesen Deckel hier umklappt, hier dann den Messfeldsensor hat und den dann über den Bildschirm hängt und direkt am Bildschirm misst. Bei einer Software-Kalibration verwende ich dabei die Software vom Kolorimeterhersteller. Software-Kalibration bedeutet wiederum, dass ich nur grafikkartenseitig das Bild verändere. Das heißt, mit der Software-Kalibration kann ich nicht den Bildschirm selbst verändern, sondern nur das Grafikkartensignal und versuchen, Farbbilder vom Bildschirm wieder auszugleichen. Effektiv habe ich bei einer Software-Kalibration dabei immer einen Farbverlust, weil ich kann nur die fehlerhaften Farben weglassen und nicht wirklich ändern. Während bei der Hardware-Kalibration, das heißt bei sozusagen den hochwertigeren Bildbearbeitungsbildschirmen, kann ich tatsächlich den Bildschirm eben korrigieren und ändern. Ja, welche Bildschirme können das zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel von Aizu die Color Edge Serie, CS und CG Modelle oder von BenQ die SW Serie zum Beispiel. Es gibt auch von LG einige Modelle, wo man das machen kann. Richtig gut sind im Moment BenQ und Aizu in dem Segment. NEC war lange Jahre auch sehr stark, hat aber mittlerweile die Spectre View Reference Serie eingestellt. Das heißt sozusagen NEC ist in dem Bereich nicht mehr jetzt so relevant.
Hier im Hintergrund habe ich einen CG319X von Ezio stehen. Das ist sozusagen momentan der größte farbigte Bildschirm von Ezio. Was hat Ezio als Vorteil? Ezio hat eingebaute Kolorimeter. Das heißt, da spare ich mir dieses Kolorimeter, sondern ich kann gleich automatisiert am Bildschirm einstellen und durchmessen. Ne? Da mal ein bisschen näher hin mit der Kamera, dass man das sieht. Wenn ich jetzt hier auf Kalibrierung zum Beispiel klicke, kann ich hier dann gleich den integrierten Sensor auswählen. Fortfahren und es klappt dann oben ein Sensor durch. Ist der Weihnacht durch. Das Markus, heißt hier, wir werden morgen die drei wichtigsten Voreinstellungen, da werde ich Screenshots machen von dem, was du mir gemacht hast, was dem mit Farbtemperatur und so weiter, können wir dann auch noch in den Infobogen schicken, weil ich glaube, das ist recht interessant. Genau, auf das ist noch wichtig, das ist sozusagen, das habe ich jetzt ein bisschen vielleicht schnell daher übersprungen, ich werde nachher nochmal im Detail darauf eingehen. Also man hat im Wesentlichen verschiedene Farbprofile bereits natürlich hinterlegt bei diesem Bildschirm, die man gleich verwenden kann. Vielleicht bevor wir jetzt sozusagen beim Ezio-Bildschirm und bei den BenQ-Bildschirmen im Detail darauf eingehen, welche Einstellungen man nimmt. Man kann auch einen normalen Bildschirm, wenn man sozusagen jetzt noch keinen farbechten Bildschirm zu Hause hat, trotzdem näherungsweise einstellen. Wichtig ist, man hat normalerweise, wenn ich jetzt einen Bürobildschirm verwende, zwei große Fehler, die dazu führen, dass ich finstere, rotstichige Ausdrucke bekomme. Finster, weil man tendenziell immer zu hell arbeitet. Das heißt, es ist sozusagen wesentlich, dass man mit einem Bildbearbeitungsbildschirm mit niedriger Helligkeit arbeiten kann, damit ich einfach näher beim Druck, näher beim Papier bleibe. Nebenbei ist es auch deutlich angenehmer für die Augen und besser für die Haltbarkeit vom Bildschirm. Das heißt, der Bildschirm brennt einfach nicht so schnell aus. Das ist sozusagen auch ein wesentlicher Punkt und für die Lebensdauer vom Bildschirm und für die Nachhaltigkeit der Investition. Das heißt, wenn geht, Helligkeit reduzieren. Das schafft halt nicht jeder Bildschirm, aber zum Beispiel die PED-Serie von BenQ ist sozusagen eine günstige Serie, die beginnt so bei 250, 300 Euro in etwa. Die kann man schon mit niedriger Helligkeit betreiben. Ist zwar noch nicht hardware-kalibrierbar, aber hat ein sehr gutes Panel verbaut und man kann eben mit niedriger Helligkeit schon arbeiten. Das heißt, wenn man noch nicht so viel Geld ausgeben möchte für einen Ezio-Bildschirm oder für einen SW-Bildschirm von BenQ, kann man auf die PED-Serie auch zurückgreifen. Vielleicht hat man auch einen Bildschirm, der ein ganz gutes Panel hat von einem anderen Hersteller schon zu Hause. Und wie gesagt, Helligkeit reduzieren ist mal, um finstere Ausdrucke zu vermeiden, wichtig. Das Zweite ist, wie bekomme ich den Rotstich raus? Das ist, man arbeitet tendenziell immer zu kühl. Es ist bei jedem Bürobildschirm eingestellt ein sehr gleißendes Weiß, ein kaltes Weiß, damit das Weiß besonders sauber wirkt einfach. Weil man ist es gewohnt vom Fernsehen und von den Macs und so weiter, dass man sozusagen ein strahlendes, funkelndes Weiß hat, das eben nicht gelblich ist. Das empfindet man unter Umständen dann als vergilbt oder so. Deswegen werden die alle strahlend eingestellt. Wichtig ist aber, natürliches Weiß ist eben halt ein bisschen gelblicher, eben im Bereich von 5500 Kelvin, wie wir vorher gehört haben beim Oliver. Im Fine Art Print Bereich geht man auf 5000 Kelvin runter, kommt immer darauf an, das Papier, das man verwendet und auf den Drucker. Ja, wichtig ist dabei eben diese wärmere Farbtemperatur, kann ich auch nicht bei jedem Bildschirm natürlich einstellen, aber oft haben Bürobildschirme einen Low-Blue-Light-Modus. Der ist dann auch mit wärmerer Farbtemperatur und entspricht normalerweise so 5500 Kelvin. Das heißt, das könnte man näherungsweise verwenden, wenn man jetzt noch keinen Bildbearbeitungsbildschirm hat, Low-Blue-Light-Modus suchen oder eventuell einen Paper-Modus, der ist allerdings neu schon sehr gelblich, das heißt, der ist eher sozusagen noch wärmer, der liegt eher bei 4500 dann oder so. Also das heißt, wenn man sozusagen bei manchen Bildern auf die Color Temperature auf zum Beispiel Reddish stellen, ja, das Reddish ist sozusagen auch ein bisschen ein rötlicheres, was ihm auch eine wärmere Farbtemperatur ergibt. Ja. Das heißt, man muss eben dann schauen, bei manchen Bildschirmen kriegt man das so ganz gut schon hin. Aber natürlich, man hat immer das Problem, die Farbfehler bekomme ich nicht weg und man kann natürlich auch nicht alle Farben ganz anzeigen. Weil was können diese Ezio-Bildschirme noch, neben dem, dass man niedrige Helligkeit oder Farbtemperatur gesagt hat, kann ich eben auch mehr Farben anzeigen als für einen gewöhnlichen Bildschirm. Das heißt, ich habe in einem erweiterten Farbraum, das ist dieses Adobe RGB, das ist, weil ich im RAW-Format fotografiere mit einer Spiegelreflexkamera, kann ich eben Adobe RGB-Farben aufnehmen. Und im Sinne dessen, dass man möglichst alle Farben weiter transportieren möchte, möglichst nah an der Realität beim Bildschirm auch bleiben möchte,
macht es eben Sinn, Adobe RGB dann zu verwenden. Was ist noch wichtig? Der Schwarzwert ist natürlich auch dann noch ein Thema, dass man möglichst gleichmäßiges Bild hat und einen möglichst guten Schwarzwert, dass man sozusagen dann nicht irgendwie ein Grau sieht, sondern im Schwarz. So, hier sieht man jetzt ein bisschen die Einstellungen, die wir verwendet haben. Ich habe mit 100 Candela gearbeitet bei der Helligkeit, Schwarzwert auf ein Minimum, 5500 Kelvin, Farbtemperatur und Gamma 2,2. Farbraum habe ich verwendet nativ. Nativ heißt bei solchen Bildschirmen immer alles, was er kann. Das heißt, man schränkt dann nicht ein auf einen bestimmten Farbraum. Adobe RGB wäre sozusagen ziemlich nahe dran an diesem nativen Farbraum, aber eben mein Bildschirm kann ein bisschen mehr noch als Adobe RGB und es macht einfach keinen Sinn, Farben wegzulassen, die er anzeigen kann, prinzipiell. Weil natürlich jede Kamera auch ein bisschen anders die Farben noch aufnimmt. Gut, hier sehe ich noch bei den, vielleicht bei diesen automatisch kalibrierten Bildschirmen noch interessant, einen Kalibrierintervall. Das heißt, da kann man dann eingeben, wie häufig die Kalibration selbst durchgeführt werden soll, nach Nutzungsdauer oder nach Datum. Das heißt, man kann zum Beispiel einstellen, alle 200 Nutzungsstunden soll er selber kalibrieren und er wärmt sich aus dem Standby heraus auf und kalibriert von selber durch. Man braucht sich sozusagen eigentlich um nicht mehr viel kümmern, man hat immer frische Farben beim Bildschirm. Das ist sozusagen dann die Luxusvariante mit eingebautem Kolorimeter. Sonst, wie gesagt, die Zwischenvariante ist, wenn man jetzt noch kein eingebautes Kolorimeter hat, mit Farbmessgerät, mit dem externen Kolorimeter, eine Hardware-Kalibration, eben SW-Serie oder CG-Serie von Eizo, oder eben dann als Kompromiss die Software-Kalibration mit Kolorimeter. Und eben beim gemütlichen Bildschirm ist es wichtig, Farbtemperatur wärmer stellen, Helligkeit reduzieren, dann ist man auch näherungsweise bei den Bildern dran. Ist übrigens auch etwas, was man bei den meisten Handys machen kann. Bei den meisten Mobiltelefonen kann man eben auch die Farbtemperatur wärmer einstellen. Ist dann auch angenehmer für die Augen. Gerade am Abend, wenn man Licht oft oder das einzige Lichtquelle hat, schont man die Augen und man hat dann natürlich ihre Farbgebung auch beim Mobiltelefon. Also das heißt, was ich jetzt auch noch vielleicht sagen mache, ich werde morgen ein kurzes Screen-Movie machen von dem, was du jetzt gezeigt hast, weil das haben wir jetzt leider nicht gesehen. Dann kann man, und das werde ich ja Bild im Bild machen, dann sieht man das nämlich auch in dem Video im Nachgang noch genauer, was da eingestellt ist. Aber das Interessante ist, diese Kalibrierung ist wirklich selbsterklärend. Ich habe selber jetzt an CG, hilf mir schnell, was habe ich für einen Markus? 277. Genau, den 277er mit eingebautem Kolorimeter. Und ein CS habe ich auch noch, aber das Kalibrieren geht mehr oder weniger von selbst. Und allein, wenn man mal umschaltet zwischen den Farbräumen, also wenn man sich einmal einen sRGB-Farbraum oder einen Adobe-RGB-Farbraum am Monitor anschaut, sieht man eigentlich schon einen beträchtlichen Unterschied. Also ja. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen über die Laptops schimpfen, oder? Genau. Vielleicht nur eine kurze Anmerkung zu den Laptops. Ein Laptop ist es natürlich so, dass ein Laptop-Bildschirm ist immer ein Kompromiss. Also ist natürlich für mobil, muss ein Bildschirm immer viel heller sein, weil man natürlich oft, gerade wenn man jetzt auf einer Terrasse sitzt, im Freien sitzt, was auch immer, braucht man viel höhere Helligkeit, weil sonst sieht man einfach nichts mehr. Die höhere Helligkeit heißt aber auch, dass es natürlich völlig überstrahlt bei der Bildbearbeitung und eben halt bei der Bildbearbeitung einfach diesen klassischen Fehler macht, dass ich danach eben die finsteren Ausdrücke bekommen werde. Wenn ich jetzt kurz mal vielleicht den Bildschirm von der Seite her zeige, den Eizo-Bildschirm, man sieht sozusagen, die sind durchaus, da ja mit der Blendschutzhaube gehe ich weg, dass man sieht, die sind durchaus etwas dicker als ein gewöhnlicher Bildschirm. Und dass man es jetzt gewohnt ist vom Fernseher und so weiter, die haben einfach natürlich die Leuchtquelle ein bisschen zurückversetzt und haben sozusagen ein Kühlsystem, damit man ein möglichst temperaturabhängiges Bild hat und keine temperaturabhängigen Bildschwankungen hat. Das schafft man ja Laptop natürlich nicht. Durch den dünnen Bildschirm und auch, dass das leicht und transportabel sein muss, ist das halt natürlich dann immer so, dass man eben nicht so ein gutes Bild zustande bekommt. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt von HP zum Beispiel auch Laptops mit Dreamcolor. Die MacBooks haben durchaus auch ganz gute Bildschirme, die aber halt eben andere Stoßrichtung haben. Das ist, wie gesagt, einfach immer, es soll halt strahlen, funkeln und schön ausschauen. Das sind gute Präsentationsbildschirme. Das heißt, das macht sich ganz gut, wenn man darauf vielleicht etwas herzeigt. Aber es ist nicht natürlich und es ist immer halt weit weg vom Druck und eben ein künstliches Bild. Das ist eben wichtig, dass man das immer sich vor Augen hält, dass man natürlich, wenn man eine kalte Farbtemperatur einstellt und eben eine hohe Helligkeit, eigentlich ein Bild hat, wenn man es in der Natur eben nicht hat, weil in der Natur wird eben nicht alles
mit hoher Rückhelligkeit und mit kalter Farbtemperatur dort beleuchtet. Aber ich glaube, man muss auch pragmatisch bleiben, wenn ich da jetzt ins Wort fallen darf. Also wenn jetzt jemand einen Laptop hat und der kommt einigermaßen mit den Farben klar, dann kann man ja sich überlegen, ob man den beibehält. Aber wenn jemand immer schon unglücklich ist, dann sagt, okay, das funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt mein Foto jetzt grünstichig machen muss, damit es am Foto richtig rauskommt beim Ausdruck, ich meine, dann habe ich ein großes Problem. Das heißt, dann wäre einfach einmal, da müsste ich ansetzen. Das heißt, das Ziel ist ja, wenn ich einen kalibrierten Monitor habe, dass ich quasi dann am Monitor das sehe, was später am Drucker rauskommt. Genau, also wichtig ist immer dabei, dass man natürlich auch schaut, welche, man muss einfach halt auch selber natürlich immer schauen, wie weit ist der Druck vom Bild weg. Wenn man sozusagen schafft, dass man einen Bildschirm hat, der möglichst nah dem Druck entspricht, dann ist es natürlich immer schon mal ein Gewinn. Was man auch sagen muss, ist, dass viele Druckereien auch davon ausgehen, dass man einen SEGB-Bildschirm hat und verwendet und automatisch dann vielleicht die Farben auch ein bisschen reduzieren und eben halt dann so nachbearbeiten, dass es halt im Endeffekt dem Druck wieder passt und vielleicht eben auch die Farbtemperatur ausgleichen und solche Sachen. Das heißt, das machen Druckereien auch automatisch. Es ist immer sozusagen so eine Sache, wenn man glücklich ist mit dem System, was man bisher hat, braucht man eh nichts ändern. Wenn man aber finstere, rotstrichige Ausdrucke hat, kann man mal versuchen, über die Einstellungen ein bisschen was zu korrigieren, vielleicht mit einem Kalorimeter ein bisschen eine Softwarekalibration zu machen. Und eben, wenn man es perfekt haben möchte, dann führt kein Weg an einem Hardware-Kalibrierbaren Bildschirm vorbei. Karl, ich hätte jetzt auch noch einen Input. Kannst du mich freigeben? Warte mal. Seht ihr jetzt mich? Ja, ist deinen Bildschirm. Ja, also, dass ich jetzt groß bin, Karl, bitte. Jetzt bist du groß. Okay, ja, also ich habe jetzt nur kurz ein paar Notizen gemacht und zwar, die Sache ist die... Bei mir ist der Markus groß. Ich sehe mich auch noch immer selber. Also da, wo bin ich? Dann Oliver. Ja, sehr gut. Ja, also ich habe da jetzt ein paar Notizen gemacht. Fakt ist, dass eure Bilder auf jedem Endgerät anders aussehen. Das heißt, die Betrachter eurer Bilder sehen halt die Farben immer ein bisschen anders. Wichtig ist jetzt, dass sozusagen euer Monitor keinen Farbstich hat, damit ihr mal ziemlich farbneutral arbeiten könnt. Und das ist sozusagen diese genormte Farbkarte. Ich packe sie jetzt aus. Es schaut so aus. Da sind sozusagen diese neutralen Grautöne, mit denen man sozusagen in der Postproduktion mit dem Weißabgleichwerkzeug sozusagen einmal auf seinem Bild die Farben neutral stellt. Und wenn nach diesem Neutralstellen euer Bildschirm zum Beispiel die Grautöne rötlich oder grünlich anzeigt, dann habt ihr sozusagen mit eurem Bildschirm ein bisschen ein Problem und dann gehört der Bildschirm entweder kalibriert, was dann softwaremäßig zu einem gewissen Teil geht, oder man sagt, man investiert einmal in einen Monitor, der sozusagen hardware kalibrierbar ist. Markus, habe ich das korrekt zusammengefasst? Ja, das passt wunderbar. Das ist genau. Ja, also das sage ich mal. Wenn jemand sagt, er will mit wahren Farben arbeiten, ist das einmal die erste kleine Investition, die man sich sozusagen anschaffen soll, so eine genormte Farbkarte. Die Farbe ist ein bisschen ein anderes Modell. Wer ist jetzt sichtbar? Jetzt müssen die wieder groß sein, oder? Ja, ich bin auch sichtbar, Karl. Ja, okay. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die der Markus hat. Ich werde gleich mal nur mal auf den Markus groß schalten. Jetzt darf jeder seine Sachen herzeigen. Wir werden euch aber auch dazu schreiben. Und sie sind spiegelverkehrt. Ja, wie die genau heißen. Und was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist, dass wir vielleicht einmal Kamerakalibrierung als eines der nächsten Themen machen. Weil man kann nämlich mit diesem Chart auch die Kamera kalibrieren, wobei sie da in der Naturreisefotografie die Geister streiten, ob das notwendig ist. Das ist natürlich sehr kompliziert und hat natürlich auch wieder viele Fehlerquellen. Also man kann unterm Strich auch alles zu Tode kalibrieren, bis nichts mehr geht. Das habe ich auch schon erlebt. Also man muss dann auch die Kirche im Dorf lassen,
Das ist, glaube ich, immer wirklich ein schwieriger Kompromiss. Der Markus wollte uns nur irgendwas zeigen. Ja, ich habe noch ein Fotometer auf der hier, das i1-Studio. Das ist dann sozusagen, wenn man auch den Drucker noch kalibrieren möchte, da druckt man eben dann eine Farbserie aus und dann kann man Farbprofil vom Drucker erstellen mit einem Fotometer. Das wäre sozusagen dann auch die Stufe halt danach, wenn man so will, dass man sozusagen dann kann man im Photoshop in der CYMK-Druckvorschau dieses Druckerprofil reinladen und sieht exakt, was rauskommt. Aber diese Druckausgabe wird sicher ein Thema sein für einen der nächsten Fotocafés, weil das natürlich auch sehr viel zu beachten gibt. Aber wenn man jetzt einmal mit der Eingabe, mit einem guten Monitor beginnt, dann ist das Ausdruck mit guten Farben gar nicht so schwierig. Also ich denke schon, dass der Monitor das Allerwichtigste ist. Wenn ich mich einfach nicht verlassen kann, wie meine Farben sind, dann habe ich natürlich ein großes Problem. Genau, sehe ich auch so. Also der Monitor ist sozusagen, es ist vor allem auch schade, weil natürlich man schaut sich die meisten Bilder, schaut man sich nur am Monitor an. Man druckt ja nicht alle Bilder aus. Und natürlich ist es schade, wenn man dann immer irgendwas sieht, weil man will ja auch die Bilder eigentlich so sehen, wie sie waren und möglichst nah an der Natur bleiben. Und insofern macht es natürlich Sinn, dass man einen guten, schönen Bildschirm hat, bei dem man sich erstens nicht die Augen verdirbt und der zweitens natürlich möglichst realitätsnah die Bilder so anzeigt, wie man sie eigentlich ursprünglich in der Natur gesehen hat. Wie siehst denn du 4K-Monitore, Markus? Weil das ist auch so ein Thema, was gerade so herumschwirrt. Also, es kommt darauf an, natürlich ist die Auflösung bei 4K, die Bildschärfe nochmal deutlich höher. Es ist aus meiner Sicht vor allem bei 4K-Videos sinnvoll, wenn man jetzt auch Videos macht, dann machen sozusagen 4K-Bildschirme Sinn. Vor allem bei größeren Größen, also bei 32 Zoll, das ist sozusagen eine Größe, wo man eigentlich schon Pixel sieht, dann macht 4K auf alle Fälle Sinn. Bei 27 Zoll ist es nur, wenn man sehr nah hingeht, dass man wirklich einen Unterschied zwischen 2K und 4K sieht. Das heißt, wenn man einen kurzen Arbeitsabstand hat oder eben halt einfach zum Beispiel Schriften beurteilen muss oder irgendwelche Dinge, wo man sozusagen ganz nah sich vielleicht Buchstaben anschaut, da würde man dann noch einen Unterschied zwischen 2K und 4K bei 27 Zoll sehen. Bei 4K muss man halt immer aufpassen, 4K ist natürlich grafikkartenintensiver. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, manchmal in Photoshop, das dauert schon ein bisschen und das ist schon ein bisschen langsam, das wird nicht besser mit einem 4K-Bildschirm, weil der einfach halt die Grafikkartenleistung für sich beansprucht stärker und das System ein bisschen bremsen wird. Wenn man eine starke Grafikkarte hat, das ist kein Problem. Also ab 4 GB Videoram kann man schön flüssig arbeiten. Ab 2 GB Videoram würde ich sozusagen sagen, dass es prinzipiell geht, aber natürlich jetzt nicht unbedingt dann allzu knusprig. Also das heißt sozusagen, da muss man dann schon aufpassen im System, wie intensiv man das verwenden möchte. Ich glaube, da würde ich einfach aufpassen, wenn ich jetzt einen Laptop habe mit einer Onboard-Grafik, dann wäre das 4K-Thema wahrscheinlich nicht möglich. Das ist dann so ein klassisches Drama, sage ich einmal, wenn man sich denkt, man kauft jetzt einen großen Bildschirm mit 4K-Auflösung und schließt dann einen Laptop mit Onboard-Grafik an. Das macht einem normales eher nicht glücklich. Es kann funktionieren, wenn das ein UHD-Grafikchip ist, geht es sozusagen gerade noch, also wird die Auflösung schaffen und alles, aber es wird das System wirklich dadurch halt eher langsamer. Das heißt, wenn man keine dezidierte Grafikkarte hat beim Laptop, würde ich eher sagen, dass bei 2K Schluss ist. Ja, das heißt, da macht dann Sinn eben ein WQHD-Bildschirm oder ein Full-HD-Bildschirm. Also ich glaube, dass natürlich ein Standrechner großer natürlich von Vorteil ist, mit Minimum 16 GB RAM, 32 schaden auch nicht. Dann, ich habe jetzt eine Grafikkarte mit 6 GB drinnen und da läuft einfach Lightroom und Photoshop derartig schnell und flüssig und auch wenn ich mehrere Ebenen habe. Und je höher die Auflösung ist, umso größer wird das Problem. Also das muss man sich einfach vergegenwärtigen, weil ich habe da nichts von einem 4K-Monitor, wenn einfach meine Grafikkarte zu schwach ist. Genau. Also gerade bei den großen Dateigrößen darf man nicht unterschätzen, spielt der RAM auch eine wesentliche Rolle und auch bei den Festplatten durchaus eine SSD. Das heißt, da merkt man einfach dann auch schon die Zugriffs- und Lesegeschwindigkeiten einfach werden durch eine SSD erheblich besser. Dadurch kann man auch sozusagen ältere Computer ganz gut aufrüsten, wenn man einfach von einer normalen Festplatte auf eine SSD vielleicht wechselt oder die SSD unter Umständen nach einigen Jahren erneuert, weil die SSDs halt auch eine bestimmte Anzahl an Leseschreibzyklen haben, wo sie halt optimal funktionieren und tendenziell nach 5-6 Jahren ist eine SSD dann auch nicht mehr allzu knusprig und frisch. Das heißt, da macht es dann auch Sinn, vielleicht die zu erneuern. Und eben halt beim RAM, das ist eben halt dann wichtig, vor allem für die großen Dateigrößen, die man aus den hochauflösenden Kameras heutzutage rausbekommt, da machen 16 bis 32 GB eben auf alle Fälle Sinn. Gut, Oliver, hast du noch was? Also fachlich nichts mehr, aber wir könnten jetzt noch hinweisen darauf, dass das nächste Fotocafé wieder nächsten Sonntag stattfindet. Ja.
Und dass wir ab nächster Woche. Hallo? Gibt es Fragen noch aus dem Chat oder so? Jetzt werden wir mit Oliver fertig und dann machen wir Fragen. Ja, passt. Du machst fertig und dann machen wir die Fragerunde. Ja, ja. Na gut, also ich sage nochmal kurz, also dieses Fotocafé wird jetzt zur Instanz, also Karl und ich werden das jetzt jeden Sonntag um 17.30 Uhr zu unterschiedlichen Themen machen. Wir werden das auch dementsprechend auf unseren Plattformen posten, was jetzt nächsten Sonntag das zentrale Thema sein wird. Und ich möchte darauf hinweisen, ab Montag hat die Wiener Fotoschule Seminare, Online-Seminare, die dauern immer 90 Minuten zu unterschiedlichsten Themen. Anmelden könnt ihr euch ganz normal über die Homepage der Wiener Fotoschule. Gut, schöner hätte ich es nicht sagen können. Oliver, danke. Jetzt, ja, bitte. Jetzt würde ich gleich mal die Fragerunde starten. Traut sich keiner was fragen? Ihr könnt es einmal. Ich muss euch das Mikrofon einschalten. Ich habe das Mikrofon ein und könnt es gleich loslegen. Also, der Martin, ich habe an so einem MSI-Laptop, das ist, kommt bei euch aus der Spieleszene. Ja. Und hat ihre Grafikkarte mit 8 MB RAM drinnen. Gigabyte, ja. Und ich kalibriere dann auch mit so einem Spider X Pro. Und ich habe das Gefühl, der lässt sich besser kalibrieren als der Samsung-Bildschirm, den ich zusätzlich habe. Du, das kommt darauf an, welches Pendel der hat. Und da würde ich aber kurz an den Markus übergeben. Ja, gern. Also genau, das ist eben halt der Punkt. Es gibt sozusagen verschiedene Paneele, die je nachdem, also wichtig ist, wenn man die Helligkeit reduzieren kann, die Farbtemperatur ein bisschen einstellen kann. Das kann unter Umständen bei einem Spiele-Laptop eben halt bei einem starken Laptop durchaus so sein, dass der auch tatsächlich ein nicht so schlechtes Display verbaut hat. Das, was bei Laptops immer auch ein Problem ist, jetzt im Vergleich zu den größeren Bildschirmen, ist normal, ist die Gleichmäßigkeit vom Bild. Ja, das ist sozusagen immer Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung, Gleichmäßigkeit der Farbtemperatur, Verteilung und solche Dinge. Aber es kann durchaus sein, dass sozusagen, wenn mal ein Bürobildschirm, ein einfacher Bürobildschirm, auch tatsächlich schlechter ist als ein Laptop-Bildschirm. Auch oft durch die Pixeldichte, weil natürlich ist auch ein Laptop-Bildschirm, wenn der klein ist, hat man durch eine höhere Pixeldichte, wo sozusagen dann die Pixel näher beieinander sind und dadurch wirkt es oft dann auch schärfer als bei einem größeren Bildschirm vielleicht noch zusätzlich. Aber es ist, wie gesagt, es ist immer natürlich auch etwas stark Subjektives. Es kommt immer darauf an, welches Bild einem noch besser gefällt. Und dann natürlich, welches Bild näher beim Ausdruck ist, das ist dann sozusagen der objektive Messfaktor halt, wo man dann sagen kann, okay, der Bildschirm ist besser oder der Bildschirm ist besser. Aber es gibt natürlich auch genug schlechte, große Bildschirme. Ah, da möchte ich vielleicht noch Folgendes dazu sagen. Die Spiele-Laptops sind eigentlich für Bildbearbeitung sehr gut geeignet. Denn die sind nicht einfach nicht so, die sind sehr groß, haben sehr starke Hardware, sprich Grafikkarte, Festplatte. Natürlich mit dem großen Nachteil, dass sie schwer sind und halt nicht transportabel. Aber ein kleiner Laptop mit großer Grafikleistung ist halt technisch nicht möglich oder schwer möglich. Es wird immer ein Laptop für die Bildbearbeitung, der wird halt größer sein und dann steht er halt zu Hause und kann ja auch jeglichen Monitor anschließen. Ja, ich brauche, weil ich ja jedes Wochenende von Wien nach Tirol fahre, jetzt leider nicht. Und da sitze ich 4,5 Stunden im Zug und da kann ich wunderbar Foto bearbeiten. Nein, das spricht ja gar nichts dagegen, Martin. Das sind ja pragmatische Argumente, die ganz wichtig sind. Mhm. Ja, also es ist, wie gesagt, ein Spiele-Laptop ist durchaus ideal für sowas, ja, würde ich auch so sehen. Also das ist, und wie gesagt, das ist ein, sobald ein Laptop eine stärkere Grafikkarte drin hat, hat eigentlich einfach ein höheres Gewicht und hat einfach Lüfter verbaut und so weiter, ist vielleicht lauter als jetzt ein flacher Laptop. Aber es kommt darauf an, für die Bildbearbeitung, wenn eben das Gewicht nicht stört, ist das durchaus ideal, ein Spiele-Laptop. Sonst wir konfigurieren auch immer ganz gerne die Z-Books von HP, das sind quasi mobile Workstations. Die haben halt oft ein bisschen haltbarere Komponenten drinnen, beziehungsweise einfach dann längere Garantieleistungen und solche Sachen. Das heißt, die Spiele-Laptops sind natürlich oft von der Hardware nicht ganz so langlebig ausgelegt. Man kann natürlich auch immer Glück haben, also das heißt nicht, dass die jetzt immer schlechter sein müssen, aber normal sind sozusagen die Workstations immer oder die mobilen Workstations, die dann die Komponenten drin haben, die eben für Lastbetrieb und für längere Lebensdauer gedacht sind. Markus, ich habe eine Frage von Franz, und zwar Monitor hat 3 Farbprofile zum Auswählen. Welches Profil für welche Anwendung?
Das kommt immer davon, also prinzipiell, wenn man es mit Kolorimeter macht, dann schreibt das Kolorimeter das Farbprofil hinein. Also das heißt, das ist sozusagen etwas, wo die Software vom Kolorimeter dann das Farbmanagement übernimmt. Ansonsten, wenn man jetzt diese vorgefertigten Profile, also sRGB, Adobe RGB und so weiter, wenn man so eins hat, jetzt beim Kolorimeter zum Einstellen oder beim Einzelbildschirm zum Beispiel, dann macht sRGB immer dann Sinn, wenn man irgendwas macht fürs Web oder für jetzt vielen Bereich zum Beispiel, weil sRGB ist auch deckungsgleich mit REC 709. Also das heißt, da ist sozusagen dann das immer sinnvoll, auch wenn man jetzt ja, für Mobiltelefon oder eben für Facebook und solche Sachen, Social Media Sachen macht, dann macht immer der sRGB Sinn. Adobe RGB ist für den Druck natürlich und eben dann für den farbechten Bildschirm relevant. Ne? Da ist dann der erweiterte Farbe. Ich kann jetzt nur mal meinen Bildschirm teilen und ich kann jetzt die Oberfläche von den drei Kalibrierungen herzeigen. Dann können wir das vielleicht auch für alle noch, weil da kann man das nämlich, man sieht es richtig gut nämlich dann. So. Ja. So. Seht ihr das jetzt, weil ich sehe es gerade nicht? Ist das bei euch? Ja, passt, sieht man gut. Okay. Genau. Ah ja, da sieht man seitlich eh schön die verschiedenen Profile. Genau, da ist Custom ist der Modus, den man anwählen würde, wenn man manuell über das Bildschirmmenü sozusagen Einstellungen vornehmen möchte. Das heißt, da kann man dann auch über das Bildschirmmenü Sachen wie Farbtemperatur, Helligkeit und so weiter einstellen. Adobe RGB ist quasi eine von den Normen, die quasi schon hinterlegt sind bei den Einzelbildschirmen. sRGB genauso, das ist sozusagen einfach unterscheidet sich dann von der Farbraumgröße. EBO und REC 709 und SMTP und DCI sind dann noch weitere Farbräume, das heißt, es gibt sozusagen verschiedene REC 709 und DCI, wenn so die klassischen Videosachen. KAL ist dann das, worauf man normalerweise immer dann bleibt, ja, das KAL 1. Man kann auch dann noch weitere kalibrierte Ziele hinterlegen, wo man schnell umschalten kann dann. Aber normalerweise ist es so, dass man auf KAL 1 dann immer bleibt und dort einfach mit dem Kolorimeter kalibriert und quasi immer mit 5500 Kelvin 100 Candela in der Fotografie klassischerweise arbeitet. Es ist jetzt auch nicht schädlich, sage ich einmal, wenn man fürs Internet Sachen macht, dass man in dem Bereich arbeitet, weil man sieht einfach halt mehr Farben, man macht keinen Farbfehler. Und man kann dann nachher, so würde ich es eigentlich empfehlen, dass man vielleicht dann kurz auf sRGB drüber schaut, ob es hier halbwegs vernünftig ausschaut. Aber prinzipiell würde ich mal eher mit dem erweiterten Farbraum tendenziell bearbeiten, damit man eben keine Farbfehler dann übersieht und dann vielleicht jemand anderer mit einem farbechten Bildschirm dann diesen Farbfehler sieht, den man selber nicht gesehen hat, wenn man mit sRGB gearbeitet hat. Was vielleicht auch wichtig ist, wenn man den ersten Monitor kalibriert und ihn für Druck einstellt, dann ist der sehr warm und sehr gelblich. Man glaubt, der hat einen Farbstich, da muss man vorsichtig sein. Also wenn man das nicht gewohnt ist, der wird wirklich sehr, sehr warm. Und darum haben wir da, weil das wären jetzt die 5000 Kelvin und wir haben ihm dann noch mit 5500 und mit 6500, glaube ich, haben wir noch einen. Genau, wir haben nur zwei dazu kalibriert für alle Eventualitäten. Genau, also es kommt doch immer, wie gesagt, darauf an, man kann auch, es ist prinzipiell das Normweiß zwischen 5000 und 6500 Kelvin. Das heißt, Weiß ist bei 5500. bis 6500. Innerhalb von dem Bereich quasi kann man mehr oder weniger sich entscheiden, was am besten dann für einen passt. Sowohl von dem her, was einem natürlich gefällt, das ist immer am eigenen Bildschirm, ist immer sozusagen vorrangig, was gefällt mir, wie möchte ich es gern sehen. Und dann nachher, was ist am nächsten beim Druck? Das ist sozusagen dann das objektive Kriterium, wo man einfach dann auf den jeweiligen Druck aufs Papier vielleicht auch abstimmen muss und einfach schauen muss, was kommt am nächsten hin. Haben wir noch Fragen offen? Warte mal, ich tippe eine rein. So. Also matt und glänzend ist vielleicht jetzt auch noch ein interessantes Thema. Markus, ja. Gern. Also glänzende Oberflächen sind natürlich eigentlich Gift für die Augen, weil man hat natürlich immer Reflexionen dann drinnen, man sieht sich selber immer mit quasi und das Auge muss das ständig ausgleichen. Das heißt, man hat sozusagen den Effekt, dass man natürlich dieses Spiegelbild ständig rauskorrigieren muss, das ermüdet die Augen natürlich schneller. Eine glänzende Oberfläche kann aber natürlich attraktiver wirken, wenn man jetzt irgendwo was präsentiert und wenn man jetzt bei einer Messe steht zum Beispiel und dort eben an einem Stand einen Bildschirm hat, der verspiegelte Oberfläche hat, wirkt es vielleicht noch ein bisschen anziehender als in meiner mit matter Oberfläche. Prinzipiell ist aber ergonomischer natürlich eine entspiegelte Oberfläche zu haben. Und es ist natürlich auch sinnvoller, ja, wenn man einfach halt Papier spiegelt halt auch nicht aus, sondern man macht eben ein
ja, glänzenden Ausdruck. Das ist halt sozusagen, kommt immer darauf an, aber es ist, also für die Augen ist es wirklich nicht gut. Also das heißt, ich würde glänzende Oberflächen mal alles vermeiden. Ja, ich weiß, dass sie Staples haben. Ja. Das ist halt, wie gesagt, das ist so diese Marketingrichtung, das halt schön strahlt und funkelt und glänzend ausschaut, aber nicht unbedingt eben dann ideal für die Augen. Also die Augen sind am besten entspiegelt und wärmer. Ja, das ist so wie bei den Fotos von der Handykamera. Die sind natürlich durchleuchtet am Handy-Display, schauen die super aus, weil die sind voll optimiert auf Kontrast, auf Farben. Wenn man die aber dann ausdruckt oder mal größer anschaut auf einem anderen Monitor, dann schaut die Welt schon anders aus. Genau. Passt. Gibt es noch Fragen? Zum Beispiel. Entschuldige? Ich habe es nicht verstanden. Night-Modus von Apple, ob das Sinn macht. Achso, Night-Modus. Das ist gut, der Night-Modus ist normalerweise mit niedriger Helligkeit, wenn man sozusagen halt im Finstern sitzt, das macht durchaus Sinn, ja, dass man die Helligkeit reduziert. Das ist immer etwas, was nicht schlecht ist. Wie gesagt, was noch dann überbleibt unter Umständen, man muss immer schauen, ich weiß jetzt nicht genau beim Night-Modus, ob die Farbtemperatur abgesenkt wird beim Apple. Prinzipiell, wenn man die Farbtemperatur eben halt wärmer absenkt, macht es dann doppelt Sinn. Aber es ist immer gut, wenn man die Helligkeit reduziert für die Bildbearbeitung. Ja. Und wie stark beeinflusst die Farbe des Raumlichtes die Bearbeitung? Sollte man da... Also ideal ist, wenn man möglichst keine direkt einfallende Lichtquelle am Bildschirm hat. Das heißt sozusagen, dass man... deswegen auch diese Blendschutzhauben sind immer halt ganz gut, wenn man Lichterflüsse von oben eben von Lampen wegnehmen möchte und von der Seite zum Beispiel vom Fenster wegnehmen möchte. Das wird das Bild dann doch nochmal ein bisschen... ruhiger und einfach sozusagen ungestörter. Ja, sonst wenn man jetzt das Licht komplett abdreht, ist es natürlich nicht ganz ideal für die Augen. Das heißt, es wird durchaus empfohlen, dass man eine indirekte Lichtquelle hat, das heißt zum Beispiel hinterm Monitor eine Lichtquelle. Also es gibt auch bei Aizu, gibt solche Radi-Lights, nennen sich die, die kann man hinten aufsetzen am Monitor und hat dann sozusagen eine Lampe, die man noch ja, in 10 Stufen regeln kann und so weiter. Aber es reicht auch, wenn man eine ganz normale Stehlampe hinterm Bildschirmmonitor hat oder irgend sowas. Also ich würde es nicht das einzige Lichtquelle im Raum haben, das ist dann für die Augen doch ein bisschen unangenehm, aber wichtig ist, dass man vermeidet, dass man es jetzt zum Beispiel in einem lichtdurchfluteten Raum ist, muss man leider sagen, für einen Bildbearbeitungsarbeitsplatz nicht ideal, auch wenn jeder lieber natürlich in einem hellen Wohnzimmer sitzt, aber für einen Bildschirm lieber eine dunkle Ecke suchen. Also so mein Worst-Case-Szenario war mal vor einigen Jahren bei einem Kunden, der hat uns angerufen und uns gebeten, dass wir vorbeikommen und uns anschauen sollen, die Bildschirme, ob man die irgendwie auf gleich kalibrieren kann, weil sie kriegen es nicht hin. Und die haben damals auch 3 Aizu-Bildschirme gehabt, die S-Serie und ein Kolorimeter und ich komme halt hin damals und schauen wir das an. Und die waren in einem Tower mit Glasfront. Und das war natürlich Albtraum. Also das war, ich habe denen dann halt gesagt, bitte stellt halt möglichst weit hineingerückte Bildschirme und das wird halt schwierig, die gleich hinzubekommen, weil halt dauernd die Sonne drauf scheint. Ja. Also wichtig ist eben halt, dass man das vermeidet, dass man eben Licht direkt einfallend am Bildschirm hat. Das heißt indirekt beleuchten und halt reduzieren die Beleuchtung. Es ist zum Beispiel jetzt, wenn man bei uns Bildschirme vergleichen möchte, ist immer am besten, wenn man kommt, wenn es draußen schon ein bisschen finster ist, wenn man dann am besten die Unterschiede zwischen den Bildschirmen sieht, weil untertags ist es halt einfach auch so, dass das ganz normale Streulicht oft dann schon das Ganze ein bisschen beeinflusst. Ja. Aber es ist natürlich, wie man sich nicht nur im Finstern die Bildschirme anschaut oder die Bilder anschaut, die man selber gemacht hat, aber wie gesagt, ein bisschen eine dunklere Ecke und Helligkeit eher reduziert und jetzt nicht mit starken Lampen arbeiten, macht Sinn. Also was man vielleicht dazu sagen muss, dass die Qualität des Lichtes generell besser wird, also diese richtigen farbstichigen Neonröhren gibt es weniger und die würde man in dem Raum, wo ich Bildbearbeitung mache, wenn es irgendwie geht, eine Tageslichtlampe, eine möglichst neutrale besorgen, das wird sicher auch sehr helfen. Genau. Weil in vielen Büros hat man ja auch schon rein aus Ergonomiegründen jetzt ein sehr ein Licht, das ähnlich dem Tageslicht ist, damit eben die Leute ja nicht so schnell ermüden und damit die Augen auch, also einfach für die Augen das besser ist. Ja. Also genau, du bist ein Gegner vom Büroschlaf. Warum sollte man sich dimmen können? Und sie braucht es dann für die Mittagspause dann. Genau. Das, oder man dreht es halt ab. Passt. Haben wir noch Fragen offen? Ich sehe im Chat sind jetzt keine Fragen mehr.
Vielen Dank, es war extrem interessant und mal eine andere Blickrichtung. Gerne. Vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Also wer uns jetzt unterstützen möchte, es gibt die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen. Und wir haben jetzt gesagt, also wenn jetzt jemand einen Gutschein kauft, kriegt er quasi jetzt 10%. Das heißt, der 200-Euro Gutschein kostet dann im Endeffekt um 10% weniger, wird helfen, auch uns diese Zeit leichter überstehen zu lassen. Wobei brauchst du keine Sorgen machen. Also wir sind gut aufgestellt und wir werden in den nächsten Wochen und auch Monate sicher gut überleben. Aber es war jetzt schon interessant, weil nämlich bei uns ist auf der Betrieb eingebrochen von einem auf den anderen Tag, wie bei so vielen anderen. Ich habe dann innerhalb von einem halben Tag Adobe Premiere gelernt. Also ich habe mir jetzt so viel mit diesem ganzen E-Learning und mit dem ganzen Zeugs befasst. Also das war jetzt vielleicht sozusagen auch dieser entsprechende Ruck, das zu machen. Was auch Sinn macht natürlich, sind halt die Fotowochenenden dann von Karl. Ja genau, die dürfen wir dann wieder machen, genau. Genau. Dann wollen wir den Markus einladen. Also ich war ja letztes Jahr in der Ramsau mit und die sind wirklich sehr empfehlenswert und sehr schön und kleine Gruppengrößen, das heißt auch wenn das noch länger dauern sollte, wird man nicht so eine hohe Ansteckungsgefahr haben. Aber ich gehe eigentlich davon aus momentaner Sicht, dass bis zum Sommer das spätestens überstanden sein sollte. Aber wird man sehen, wie sich alles entwickelt. Ja, also wir sehen das eigentlich auch so, dass wahrscheinlich die Ramsau stattfinden wird können Mitte Juni, wenn es jetzt nicht ganz was Orges ergibt. Und ich denke, dass die Kurse auch sicher in vielleicht 4 Wochen oder 6 Wochen wieder anlaufen werden. Wir haben jetzt natürlich, wir werden die Termine dann umplanen und werden auch die Dinge, die ausgefallen sind, nachholen. Ja, man muss eh flexibel sein. Der Markus zeigt nur einmal was her. Ja, Südsteier, Markus. Südsteiermark, danke. Ich auch Weizen heuer, den mache ich dann mit. Ja, das ist der Südsteiermark, super, ja. Gut. Genau. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich einmal herzliches Danke fürs Dabeisein. Und gerne. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag und wir werden euch am Laufenden halten mit den neuen Themen. Ich habe jetzt in den Chat die Dinge reingeschrieben, den Link von der Dropbox, aber ich werde den auch auf der Homepage ins Fotocafé reinstellen und da ist dann der Link auf ein YouTube-Video. Und wenn das jemand ein Problem hat zu finden, bitte ein kurzes Mail, dann schickt mir das auch gerne zu und wir werden auch noch ein bisschen Infos über Monitore, über das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, reingeben, damit ihr in Ruhe auch nachlesen könnt. Gerne auch Fragen an mich schicken. Also wenn ich das sozusagen, wenn noch Fragen auftauchen sollten, bitte gerne bei mir melden. Wir sind auch während der Krisenzeit sozusagen im Einsatz. Wir können auch ganz normal noch Sachen verschicken, wenn jemand etwas brauchen sollte. Aber wie gesagt, auch jetzt unabhängig davon stehen wir gerne zur Verfügung für Fragen. Ja, da möchte ich nämlich jetzt auch was sagen zu der Markus mit dem CG-Shop. Wir sind ja eine wirklich eng befreundete Firma. Wir helfen uns gegenseitig auch immer aus. Und gerade in Zeiten wie diesen ist es eh wichtiger, regionale Betriebe zu stärken. Und der Markus hat auch die ganzen Monitore ausgestellt. Das wird jetzt zwar, jetzt kann ich mal sehr mal anschauen. Ruft es an. Das ist, wie gesagt, alles möglich. Genau. Gerne. Gut, dann sage ich mal vielen Dank für heute, fürs Mitdabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch gerne und vielen, vielen Dank. Ciao. Schönen Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ciao. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Ciao, bye. Ciao, ciao. Ciao. Danke.